Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade am Mittwochmorgen, einen wunderschönen. Ja, wir sind jetzt gerade hier wieder, oder beziehungsweise ich bin jetzt gerade hier eine Mission angenommen und bin gerade dabei, hier mit dem wunderschönen MP-Trag dieses Feld zu wenden. Oder die Wiese, so, ist richtig. Der Philipp ist, glaube ich, gerade so, weiß ich, ja, er war am Dreschen. Jetzt muss er kurz den Johnny holen zum mit dem Anhänger. Abtanken. Zum Abtanken, so jetzt hat. Kurz noch was. Ich habe kurz was umgestellt. Ich weiß, es ist gerade blöd in der Aufnahme, aber. Egal, ja, das kriegt man eigentlich nicht mit. Komm. Besser. Vorne müssen wir wieder aufpassen, weil da sind wir jede Menge Baumstümpfe im Weg, was ein bisschen nervig ist. So. Muss ich gar nicht zurückfahren, dann schaffe ich sogar so mit nur Wenden. Ja, das ist schon schön wendig. Mal ein bisschen Radio machen. Ich hoffe, man hört meinen Ventilator nicht allzu fest. Nö, ich glaube nicht. Ich habe das gleiche Problem wie du auf der Stadtbach hattest. Bei was? Doppelten Drehschirme rückwärts rausschieben. Also. Komm schon. Ich muss jetzt sagen, das war auf der Stadtbach war nicht so ganz so angenehm. Also nur mit rückwärts schieben hätte ich es tatsächlich nicht rausgebracht, glaube ich. Ich hätte es schon rausgebracht, aber es hätte Ewigkeiten gedauert. Und wir waren ja gerade bei der Hälfte für Aufnahme und so weiter und dann ist ein bisschen blöd. Oh nein, da ist ein Holz. Oh nein. Oh Gott. Okay, warte mal, heben wir mal hoch. Geht's ab? Okay, ist weggegangen. Alles gut. So, nehmen wir das Reste, wo hier vorne noch mit liegt, mit. Und dann schnappen wir uns den Schwader. Und dann wird das Ganze zusammengeschwadert und danach gepresst. So, bin wieder da. Bei mir im Hause gerade was repariert drum. Bin ich manchmal gemutet. So. Was? Okay, das ist kein Holz, das ist nur eine Blume. Da vorne haben wir noch ein bisschen was. Oh nein, da haben wir wieder das Holzstückchen. Oh, ich denke noch mal volle Kanne. So. Lassen wir ihn wieder runter. Wir nehmen die nächsten zwei Bahnen. Die zwei letzten, glaube ich, wie es aussieht. Ja, wobei. Eine, also die fahre jetzt noch und dann gleich müssen wir noch mal einmal drüber, damit alles gewendet wurde. Mal da noch ein Stückchen. Der Drescher müsste mal getankt werden hier. Ja, der hat auch liegen blieb, auch so wie der MP-Truck. Ja. Hast du jetzt eigentlich die Folge, also diesen Nein, das Video habe ich tatsächlich noch nicht hochgeladen. Oder doch, für euch jetzt da habe ich schon hochgeladen, aber wir nehmen das jetzt noch an der letzten Woche auf. Das heißt, da ist es noch nicht online, aber es kommt demnächst online. Könnt ihr euch freuen auf verzweifelte zwei Jungs. Ja, die, wenn es die Folge sehen, haben sie es ja dann schon gesehen, also von dem her. Ja. So, noch jetzt hat euch gefallen, definitiv. Ja, also jetzt kann man sagen, es ist ein chaotisch. Kurzes Video, aber ein chaotisches Video, sagen wir so. Ja, chaotisch. So, müssen wir nochmal dann den Schwader holen. Dann wird das geschwadert und dann gepresst.
Und dann können wir die Mission abschließen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel sie gebracht hat. 8000. Genau, deswegen haben wir sie angenommen, weil sie relativ, ganz, relativ gut Geld gab. Und bis dahin auch noch nichts reif war. Und dann zack, wie im Fingerschnipsen war alles reif. Ja. Oh, jetzt muss ich auch gleich nochmal ganz kurz zeigen, was wir denn überhaupt angesehen haben. Auf der S6, da haben wir schon abgehandelt, da war Grünrocken drauf. Auf der 30 ist auch Grünrocken drauf. Da müssen wir dann noch häckseln. Die 16. Dann haben wir sehr oft Sojabohnen. Ja, die also auf die 7, 16 Sojabohnen. 7 und 16 sind 40 Sonnenblumen und das war's. Genau. Ja, das aber, kann man ein bisschen am Synchronisieren. Ja. Gemütlich GPS. Ja, Tempomat. Da ja. Läuft der Hase. Ja, ich muss über den holprigen Weg fahren. Aber ich habe zum Glück die Feder, die Vorderachse, also schon mal nicht schlecht. Und da ist noch naja, fett gefedert ist jetzt auch nicht. Ja, aber sie ist gefedert. Ja. Besser als nichts. Ja, das sieht man so, hat so die ganze Grünste, da ist immer noch ein bisschen Mais drauf. Sind wir auch schon gleich wieder an unserem Hof angekommen. Noch ein bisschen abbremsen und gleich links rein. Auto kommt keins, perfekt. Da vorne stehen nämlich schon der Fender und der 6R zum Hexen. Flo, weißt du, was mir auffällt? Weizen dreschen war eigentlich nicht so gerne wie Mais oder Sonnenblumen. Weil da habe ich jetzt keinen Helfer rein. Okay, wegen was das? Keine Ahnung. Macht wahrscheinlich immer mehr Spaß. Wahrscheinlich. So, wenn er wird gewaschen. Im B-Track brauchen wir noch nicht waschen. Habe ich auch noch nicht so oft gemacht. So. Vorwand noch ein bisschen gerade dran stehen zum Reinfahren, funktioniert das auch wesentlich besser. Der Schneidwerk hat ja auch die Spurhalteassistent. Also die Relief hätte es das. Passt, dann haben wir den auch drin stehen. Da knüppeln wir uns gleich mal den Schwader ran.
Okay, der Zustand ist jetzt auch noch nicht so schlecht, also das passt noch. Und diesen gehen wir wieder hoch. Sie haben aufgehört zu bohren. So. Oh Gott. Wir sind auf den Bahnsteig gefahren. Synchro im Multiplayer war immer teilweise ein bisschen nervig. Da lenkt man irgendwie so schwammig. Das ist richtig unangenehm. Echt? Okay. Ja, im Singleplayer, wenn ich zum Beispiel jetzt nach links lenke, lenkt das Lenkrad immer letztens auch sofort nach links. Und hier ist zum Beispiel, wenn ich jetzt komplett eingelenkt habe und den Lenk wieder zurück, dann lenkt er voll langsam in nur halbe Geschwindigkeit oder so. Das kann man irgendwie einstellen. Ja, das ist glaube ich die dann direkt Lenkrückstellgeschwindigkeit. Aber vom Prinzip her, da dürfte sich eigentlich auch trotz Multiplayer eigentlich nichts ändern. Das liegt meines Erachtens. Doch. Schon? Kann vielleicht sein, dass ich das anders eingestellt habe. Ja, dass du dann auch automatisch umgestellt bekommst. Normalerweise nicht. Na naja, gut, hier über Spiel kann ich jetzt schlecht. Boah. Leck. Ja. Und mir auch. Wahrscheinlich irgendwas geladen oder gespeichert. Sind wir auch schon gleich wieder an unsere, was heißt unsere, an der Wiese, was wir zu bearbeiten haben. Ich dachte schon, ich bleib hinten hängen, aber nee. Wir sind vorbeigekommen. Nee. Also man muss auch sagen, Feld 40 ist auch nicht klein. Nee. Ist auch eins von dem mittleres Feld. Ist zwar nicht so groß wie Feld 7, aber die Größe von Feld 16 ist eins von unseren größeren Feldern. Weil ich glaube sogar, dass Feld 16 noch ein bisschen kleiner ungefähr ist. Ich bin voll. Sieht man eine Spur? Ja, man, Alter, wie da ist geendet und da vorne war ja gut, ne? Kann man mal bisschen spät. Bisschen spät reagiert. Ja. Das passiert auch, wenn man Tempomat drin hat, GPS, und denkt man sich, ah ja, der lässt fahren, ich muss eigentlich nicht drauf gucken, guck kurz woanders und denkt man sich, nach 5 Minuten, oh scheiße, ich war ja voll. Ja. Also nach 5 Minuten ist es mir bis jetzt noch nicht passiert. Mir auch nicht. Nach 5 Minuten, glaube ich, das wäre schon ein bisschen krass. Ja, war jetzt auch ein bisschen übertrieben. Warte mal, wir sind an der Stadion, fahren ein bisschen weiter rüber. Dass hier auch alles mitgenommen wird. Passt, machen wir an, dann mal runter. Oh, der Hänger ist schon voll. Wo wirft es hin? Dahin, das passt. Eine Doppelschwart kann man auf jeden Fall machen, ohne dass gleich lastet ist. Ich freue mich schon auf das. Hast du das eigentlich schon angekündigt? Hm. Nee, heute hat er noch nicht angekündigt. Das lassen wir aber auch noch ein bisschen im Hintergrund, dass die Leute sich
dann umso mehr freuen, wenn mal wenn okay. ein neues Video erscheint. Okay. Ich habe mir jetzt nicht ganz getraut, das schon zu sagen, weil ich habe es. Nee, ich habe es mir auch angewöhnt, Videoankündigungen, wenn neue Sachen erscheinen oder so, immer erst machen, wenn es schon aufgenommen und geschnitten ist, das nur noch hochladen braucht. Okay. Weil wenn es dann zum Beispiel so ist, dass jetzt zum Beispiel dann doch nichts wird, dann denken sich die Leute, ja, der hat ja gesagt, da kommt was Neues und dann kommt es doch nie. Oh Gott. Und das ist dann immer ein bisschen scheiße. Deswegen aufgenommen, geschnitten, dann kann ich es raushauen. Ja. So, nur ein bisschen langsam fahren, ein bisschen zu nah ran. Gemäht. Komm schon, Petra, du schaffst es. Ah, bisschen noch, gleich ist mal vorbei. Komm schon. Ist auch nur so ein Zentimeter. Okay, schafft nicht. Dann werden wir nochmal ein bisschen zurück. Stärker einlenken und dann rum. Ah, geht doch. Wo häng ich denn jetzt? Ah, am Zaun. Oh nee. Das wird aber ganz schön dick hier. Ja, die Kurven sind immer voll fett. Läuft er da mit der Motorsäge rum. Hilfe! Hast du Beifahrersitz? Nee. Ich glaube nicht. Egal, tschüss. Aber mal kurz mit der Motorsäge nicht mehr gelaufen. Hast du Beifahrersitz? Lass mich rein, okay, geht nicht, tschüss. Ganz normal. Läuft bei uns in Real Life auch so ab. Ja. Hast du Beifahrersitz? Steht denn? Okay, ich muss vom Zaun mehr Abstand halten, jetzt kannst du es so vergessen. Wir haben bei Feld 10, also beim BGA-Gelände, irgendwas dastehen. Förderbänder, oder? Genau. Die legendäre Förderbandkette muss auch noch aufgebaut werden. Oh. Ich glaube, ich starte damit mal. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen Kohle reinholen. Ja. 17 Stunden später, ich bin da. Ja. Oh, Leck. Krasser Leck. Kann ich mit dem fahren? Ich glaube. Boah, ich weiß jetzt gar nicht, das ist das Verlängerungsförderband. Da bin ich jetzt tatsächlich gerade ein bisschen überfragt. Alter, 5 km/h. Das ist auch nicht meine Innenansicht. Brauchen wir das Förderband für den Hofberg mit 40 km/h. Das wäre angenehm. So, ich werde jetzt hier vorne gleich mal kurz drehen. Oh, ich komme immer an den Ding dran. Dann nochmal runterfahren, dass die Heuschwarte ein bisschen mehr in der Mitte liegt. Und das Zeug, was jetzt ganz auf der linken Seite am Baum jetzt dran noch liegt, was jetzt noch nicht zu der Bahn dazu geschwartet wurde, auch noch zusammen ist. Und man danach nur noch drüber fahren braucht und dann hat man es. So, passt, das können wir runterlassen, aber jetzt können wir wieder reinmachen. Aber schon ein bisschen blitzschnell unterwegs. Ja. 5 km/h ist schon eine ganz gute Strecke, also. Ich hab bloß 4 km/h. Ja, ich glaube, bis heute Abend bist du angekommen. Ja. Warum geht's jetzt schneller? Komm ich dann da durch? Bei den Kurven wird es glaube ich auch ein bisschen problematisch. Kann ich da jetzt wieder einsteigen? Nee, ne. Ich blink mal, auch wenn man nicht sieht, aber ich blink. Das ist das Geräusch, ne, oder?
Doch. So, wir müssen geradeaus weiter. Oh Gott, ich habe das Holz mitgenommen. Ah, es geht weg, perfekt. Also die Wiese war gut gedüngt, da kommt der ganz, ganz schön dicke Schwarz zusammen. Da waren unsere, die wo wir jetzt auf unseren Wiesen hatten, dagegen klein. So, ich mach den einfach aus, dass ich nicht wieder irgendwas von der anderen Bahn absammle. In welche Richtung würfe ich jetzt? Das ist mit Star über. Das heißt, kurz ändern. Andere Gruppe. Rechts ändern es. Ist sogar schon bei unserer Hofeinfahrt. Läuft. Nee, nicht mit links, genau. Dauert es momentan noch ein bisschen länger, weil ich hatte den hier auf der Gemeinde da das erste Mal seit langem wieder im Einsatz, den Bahnschwader. Ein bisschen was bleibt zwar liegen, aber ist auch nicht so schlimm. Oh Gott. Also ich krieg da jetzt mal einen Schock. Wenn wir so Bienenhäuschen sind und wenn man da vorbeifährt, ist aber plötzlich immer so ein lautes Surrgeräusch. Warum kann man den Scheiß denn nicht im Multiplayer anhängen? Da kann man die wirklich nicht anhängen oder ist einfach nur der falsche Traktor gewesen? Man kann es wirklich nicht anhängen. Ja, moin. Hattest du überhaupt eine Anhängerkupplung? Ja, ne? Ja. Das ist dann natürlich richtig blöd. Aber ich hab's gut, ich kann hier schön schwaden. Bleib bloß stehen. Das war... Auto. Ein Auto. Ich bieg gerade ab und ein Auto schießt mit voll Karacho her. Hey! Schiebt mich auch hinten noch ein bisschen weg, ey, das geht doch nicht. Ja, der Autos waren 50 und es wird man 5. Na gut, ne? Das Zehnfache. Ja. Riech mit dem eigentlich was kaputt, wenn ich übers Feld fahre? Ich glaub's. Oh nein, ich hab vergessen auszuschalten. Oh nein. Schau mal nach, wenn nicht, dann fahre ich einfach über unser Feld. Aber ich glaube, eine kleine Spur hinterlässt schon. Wie viele Minuten habe ich noch? Hm? Wie viele Minuten habe ich noch? Zum Ankommen? Ja, in dieser Folge. Wir sind jetzt bei 24 Minuten, wenn die Folge wie immer 25 wird, dann hast du jetzt noch knapp eine Minute. Das wird nichts mehr. Wie gesagt, eine Minute hast du noch. Drück drauf aufs Gaspedal. Aber eigentlich musst du es ja schieben, ne? Gut. EBIA. Ich fahre nicht kaputt. Das müssen wir jetzt kurz kontrollieren. Ne, fährt tatsächlich nichts kaputt. Ja, moin. Ich war der Meinung, einmal mit, einmal mal mit übers Feld. Ja, bei Förderbänder transportieren, da kann man auch nichts anderes machen, weil wenn man sie nicht anhängen kann, da ist das auf jeden Fall auch mal genehmigt, über das Feld damit zu fahren.
Aber ich glaube, mit Ria wäre es schon abgekackt. Ich habe Allrad und Sperren an. Weißt du, so ganz neuartig. Kennen Sie schon das neue Förderband mit Sperren und Allrad? Wer kennt's nicht? Der Förderband hat jetzt schon eine Stunde drauf. Eine Minute drauf. Ja, okay, eine Minute. Ich dachte, das ist eine Stunde, denke ich mir so. Das war noch neu gekauft, aber gut. Aber was, wir sind auch für heute schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und in der morgigen Folge wird er dann wahrscheinlich ankommen an der BGA. Oder auch nicht. Kommt drauf an. Werden wir sehen. Und dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Mittwoch. Und bis morgen. Oder beziehungsweise bis zum Samstag. Und haut rein. Und ciao, ciao. Oi. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast.